Die Beispiele schauen auch eigentlich immer recht ähnlich aus. Wir haben da an zwei verschiedene Enden einer Strecke die Autos und die fahren jetzt dann los. Und dann passiert es halt auch. Der eine fährt schon los, während der andere noch eine Pause macht. Ja? Also, der fährt los, der macht eine Pause und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo beide gleichzeitig fahren. Und man hat schon gesehen, der fährt dann schneller, der fährt mit seiner langsamen Geschwindigkeit weiter. Wann treffen sie sich? Naja, jetzt müssen wir uns anschauen. Wir wissen auf jeden Fall wieder unsere altbekannte Formel. S ist V mal T. Und wer sich da heute erinnern kann, wie wir das in der Schule gemacht haben. Naja, und jetzt können wir ja zum Beispiel hergehen und sagen, na, die Strecke kennen wir ja. Das ist das S. Ja. Steht jetzt zwar nicht für Strecke, aber das ist unsere Strecke. Und die fahren die beiden Autos. Der fährt halt einen Teil davon, der fährt einen anderen Teil davon. In unserem Fall sagen wir einfach, das sind 30 Kilometer. Das schreibe ich jetzt einfach da her. 30 Kilometer. Das ist die ganze Strecke. Und V mal T, also Geschwindigkeit mal Zeit, entspricht ja der Strecke. Und das ist das, was wir von den beiden Autos da wissen. Ja? Jetzt müssen wir es wieder so stückeln. Der hat seine langsame Geschwindigkeit und der fährt jetzt mit 80 km/h. Der macht nur Pause. Und da steht von mir aus, nach einer Viertelstunde fährt der dann los. Also, der startet. Jetzt ist die Viertelstunde vorbei. Das heißt, das, was wir da sehen, ist das Stückel, was der langsame schon gefahren ist. Also langsame Geschwindigkeit mal diese Viertelstunde. Also eine Viertelstunde. Naja, und von der ganzen Strecke ist das jetzt vorbei. Und jetzt schauen wir uns die anderen beiden an, bis sie sich treffen. Also, der fährt jetzt weiter. Jetzt beziehe ich mich auf den Weißen. Ja. Und bis zum Treffpunkt. Das heißt, er ist von da bis da weitergefahren. Mit seinen 80 km/h. Aber wir wissen nicht, wie lang das war. Das wollen wir wissen. Und die andere Strecke, die ist unser schneller Raser da gefahren. Ja. Nämlich mit seinen 120 km/h. Und zwar genau gleich lang unbekannt, wie der da gefahren ist. Also wir haben da diese drei Streckenabschnitte. 80 km/h, eine Viertelstunde lang, das ist so der Vorsprung. 80 km/h bis zum Treffpunkt. 120 km/h bis zum Treffpunkt. Und jetzt haben wir die ganze Strecke abgefahren. Da zählen wir immer da die Stoßstangen da als Treffpunkt. Naja, und jetzt haben wir halt wieder die Gleichung, so wie wir es immer gewohnt sind. Fahren wir mit den Autos ein bisschen hinauf, fahren wir mit dem Paddel hinauf. Und das ist jetzt Pipifax. Okay. 30 ist gleich 80 mal ein Viertel plus 80 mal unbekannte Zeit plus 120 mal unbekannte Zeit. Gleich und gleich gesellt sich gern. 30 ist gleich. Ja, das hätte ich jetzt schon ausrechnen können, da muss man nicht warten. Aber 80 unbekannte Zeit, 120 mal unbekannte Zeit, das ist 200 mal unbekannte Zeit. 80 mal ein Viertel haben wir vorher schon gerechnet. Also 80 dividiert durch 4. Da haben wir jetzt dann 20 plus 200 mal unbekannte Zeit. So. Die Unbekannte haben wir auf der rechten Seite, jetzt wollen wir den 20er da loswerden. Da steht also plus 20, nicht das. Da vorne steht plus 20, minus 20. 30 minus 20 ist 10. 20 minus 20 verschwindet. 200 mal dx.
Wir wollen aber nicht 200 mal dx, sondern wir wollen eines. Also nicht mal, sondern dividiert durch 200. Da steht da, 10 dividiert durch 200 ist unbekannte Zeit. Wir kürzen da. Dann steht da, eine Zwanzigstel ist gleich unbekannte Zeit. Nachdem wir da oben Kilometer pro Stunde gehabt haben, sind es Stunden. Eine Zwanzigstel Stunde. Ha, wie viel ist eine Zwanzigstel Stunde? Naja, Stunde schreiben wir da her. Wie haben wir denn jetzt da das umgewandelt? Wir haben es durchdividiert. 0,05 Stunden. Und dann ist immer die Frage, na, wie viel sind denn 0,05 Stunden in Minuten? Und wenn man das nicht weiß, dann rechnet man sich halt einfach aus. Und wenn man nicht weiß, wie man das ausrechnet, dann hat man in der ersten Klasse vermutlich nicht aufgepasst. 0,05 mal 60. 5 mal 6 ist 30. 0 hinten dran, 2 Kommastellen. Und dann sehen wir schon, das wäre im Kopf auch gegangen, gell? Das sind 3 Minuten. Und ich hoffe jetzt nicht, dass die Schwierigkeit bei der Schularbeit dann die ist, dass ich das eine Auto durch ein anderes ersetze, das andere Auto durch noch ein anderes ersetze. Und auf einmal kann man es nicht mehr ausrechnen. Das sollte natürlich nicht passieren. Also die Beispiele sind eigentlich immer sehr ähnlich. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.